guck dir das an. Ich liebe das. Nein, diesmal gibt's keinen Jingle dazu. Autsch, Scheibenkleister. Puh, diesmal krieg ich ihn vielleicht. Das könnte gut sein. Autsch. Nein, nein, da brauche ich einen E-Tank und den nehme ich. Bams. Ja, genau. Das war ja wieder mal sowas von typisch. Ich bin übrigens mit Absicht in ihn reingesprungen gerade. Nee, ich bin ins Backstage. Ich wollte nichts riskieren. Ja. Alter, das war knapp. Bams. Yoda. Ich find's aber echt cool. Also diese Extra-Fähigkeit, die er hat, mit der er sterben kann, sozusagen. So, zwei Schüsse noch. Alter. Es ist hin. Alter. Und hat leider ein bisschen eine Waffe fallen lassen. Und jetzt? Mist. Kann man nichts dafür. So, kommen wir hier schon durch? Nein. Wäre ja ein Ding. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon einen ziemlichen Nachteil. Und mit dem müssen wir dann auch noch klarkommen. Ich habe so die böse Befürchtung, dass ich hier Blödsinn mache. Wow. So, und hier war das, am besten mache ich Folgendes. Was ist gut gegen den Boss? Hilft der Kleber. Ach, scheiße. Piu, piu, piu. Kleberschuss also. Apropos Kleberschuss. So, wo bin ich gerade reingegangen? In die Mitte, ne? Kann sein. Ah, toll. Du bist mir eine Hilfe. Du bist mir echt eine Hilfe. Also, ich weiß nicht. Es ist Wahnsinn. Wie ich dich in dem Spiel besiegen, wie ich besser sein konnte in dem Spiel als du, das weiß ich. Ah. Ja, jetzt musst du Yokumen nochmal besiegen, anscheinend, ne? Ja. Hurra. Hip hip, hurra. Ich bin schon so weit von am Ende, aber naja, gut. Ach so. Das sind zwei Sachen, die da gerade runtergefallen sind. Ich dachte schon. Hä, was denn du? Wo ist denn mein E-Tank? Der wurde verdeckt. So, lieber Rush Jet, bring mich rüber und dann. Ah, Scheibenkleister. Oh, ja, ja, ja. Na, bring mich dahin. Ich habe zwei Leben mehr. Das reicht doch wohl. So. Und wieder hier durch. Schwupp. Und runter. Einfach runter. So, hier können wir unseren Rush-Jet eigentlich nochmal aufladen, wenn wir unbedingt müssten. Und der erste, den wir machen, ist Yoko-Man. Zack, zack. Weil ich ihn einfach so geil finde, ne? Da. Nämlich irgendwie was von Psycho Mantis. Nee. Na, also so von der Mentalität her schon. Ah, nochmal. Ja. Zacka. Und da ist er. Okay. Was ist denn bei dir? Geht da eine Bombe hoch? Habt ihr ein Erdbeben oder so? Habt ihr da ein Erdbeben bei euch? Ach, wie kommt denn da drauf? Jetzt kommt's. Ja, ich weiß nicht, so Geräusche und so. Blub, 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 blub! Ah, shit.
zur Hölle? Wenn du jetzt gehört hättest, wie ich da drauf geschlittert bin auf den Spikes. Ah. Zack, zack, zack. So. So, schön. Okay. Und wir sind schon wieder bei dem Man. Ah, schöne Sache, ey. Bam, bam, bam. Kann ich nicht irgendeine Waffe benutzen, die vielleicht ein bisschen mehr Schaden auf ihn macht? Ah. Red was. Red was, mir ist langweilig. Grad, wie man, wo man die Symbole findet. Also so ein scheint bei Jetman zu sein. Das nächste bei Rainbow Man. Dann muss eins bei Trinitro Man sein und eins liegt bei Tank Man. Okay. Tja, aber irgendwie bringt uns das ja nichts. Und was passiert dann? Also wie muss man die einlösen? Kannst du wenigstens sagen, damit ich weiß, dass du noch da bist? Schau grad. Oh Mann, wie konnte man die Dinger übersehen? Ja, shit. Tja, keine Ahnung. Ich will einfach nur einsammeln. Okay. Und dann kommt er einfach, oder wie? Cool so aus. Na toll. Bam! Oh, wie schön ein Boss auseinanderfallen kann. Ja, was ich richtig fies finde, ist, dass ein optionaler Boss bei den Robotermastern mit rumhängt. Ja. Ist doch unfair. Nö. Das ist cool. Nein, das ist voll fies und gemein. Nein, das ist nicht. Ja wohl. Das ist ja nicht. Ja wohl. Du hast ja so schon die Robotmaster nicht geschafft. Also was soll daran noch fies und gemein sein? Ja, du bist jetzt auch noch fies und gemein. Ja. Ich weiß. Aber ich besiege den. Weil du fies und gemein bist. Nein, ich besieg den, weil ich... Nein, du besiegst ihn nicht, weil du fies und gemein bist. Das ist der Hammer. Nein, weil er fies und gemein ist, deswegen. Ach, bei dem war es nicht. Was? Doch, doch, er ist es. Ich bin's auch. Wir sind beide fies und gemein. Wir sind gemeinsam. Wir sind gemeinsam. Wir sind gemeinsam gemein. Ja. So. Hat durchgeglitscht. Mich diese Stelle langsam echt ankotzt. Auch wenn sie gar nicht so schwer ist. Vor allem nach tausendmaligem Durchspielen, aber es nervt einfach nicht sofort zum Boss zu kommen. Na, endlich mal ohne Schaden zu nehmen. Ich frag mich aber, die Entwickler geritten hat, dass sie auf die Idee gekommen sind, doch. Was tun wir bei den Robotermastern zum Schluss noch mal extra eine Stage? Ja, die müssen echt zu viel Zeit gehabt haben. So, was würdest du bei den normalen Megamans überhaupt nicht sehen?
Oh yeah. Bam. So. Jetzt nur noch nicht in die Spikes fallen und dann hat man es eigentlich fast. Ah, scheiße. So, komm. Du machst mich jetzt nicht fertig. Witzig. Spikes machen. Nein, die Spikes machen mich auch nicht fertig. Und nein, Yoku, man. Ich hab's geschafft. Wie konntest du nur? Er hat doch gar nichts getan. Yogi Man. Ja, genau. Wer ist das eigentlich? Was? Ist Yogi Bär nicht? Nein, der, das was ich hier habe. Nimm Contentment sein. Oh nein. Hier gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher auf. Alle du musst dich doch nur an das Band halten. Ja, oben, das Band, wer sagt, dass mich das nicht direkt in die Spikes schießen kann? Ja, kann es. Es kann es nämlich. Eben. Genauso wie und das ab zum Beispiel. Ja. Frechheit, ey. Oh. Mach du das mal. Nee, keine Lust. Doch, du machst das. Doch, das ist Jojo Man. Ja, das sieht so aus. Na, wenigstens sollte das jetzt hier nicht so schlimm sein. Jetzt, wo man weiß, wie es auszusehen hat. So. Ist ja easy. Na, geh ich unten lang. Oh, geh ich nicht. Noch nicht. Und Rush Coil bitte. Und wer hast du gesagt, hier sind Missiles, die Missiles ja. Gewesen, ne? Ja. Sag ich ja. Aber ich will mal wissen, was passiert, wenn. Ich kann ja doch mehr Sachen. Autsch. Mir reicht's langsam hier. Ah, Mann, mir reicht's. Ja, mir auch langsam. Mein Hund ist ernsthaft. Ernsthaft, das ist. Ganz ehrlich, wenn ich nochmal aufnehme, dann nehme ich dich nicht warum mit rein. Denn du, nicht? Du kostest mich Nerven. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mensch. Du kostest mich trotzdem. Wieso denn? Nur einmal eine Fehlinformation und das zweite Mal, als du gestorben bist, ja, du kannst da links doch landen. Hä? Ja, sonst, eben, das ist es doch. Sonst hab ich doch gar nichts gemacht, Mensch. Ach, lass mich. Vielleicht lasse ich dich ja nächstes Mal doch. Aber dann übe ich vorher die Bosse. So. Du könntest denn ja mal versuchen, das Yoku zusammenzusammeln. Ja, das könnte ich noch tun. Jo. Machen wir das noch. Dann wird das Let's Play auch ein bisschen länger. Ich glaube, das will schon gar keiner mehr. Aber ich wüsste gerne, wie die Yoku-Waffe so ist. Würde mich auch interessieren, was das wird. Also dann würde ich erstmal sagen, tschüss, reingehauen, bis zur nächsten Aufnahme. Yo.